Liebe Leute, wir sollten wieder mal über die österreichische Innenpolitik reden. Neben den ganzen Krisen, die gerade aufeinandertreffen, Krieg, Klima, Pandemie, gehen nämlich die Geschehnisse im Land ein bisschen unter. Wir sollten uns aber kurz damit beschäftigen, denn es wird gerade gegen den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka ermittelt. Und das wirft einige Fragen auf. Warum, erzähle ich euch in den nächsten paar Minuten. Legen wir los. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gerade gegen Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Ihm wird vorgeworfen, sein Amt missbraucht zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Konkret geht es um eine Postenbesetzung bei der Wiener Polizei im Jahr 2017. Sobotka war damals Innenminister. Es wurde eine neue Vizepräsidentin bzw. ein neuer Vizepräsident für die Landespolizeidirektion in Wien gesucht. Beworben hat sich Andrea Jelinek. Sie galt als kompetent und loyal. Den Job bekommen hat sie aber nie. Chats zeigen, wie wochenlang nach GegenkandidatInnen gesucht wurde, weil der ÖVP Andrea Jelinek offenbar nicht passte. Jelinek sei nie dem ÖVP-Umfeld zurechenbar gewesen, sondern eher der anderen Reichshälfte, wie sie selbst sagt. Ein Parteibuch habe sie nie gehabt. Wohl auch deshalb hat die ÖVP interveniert. Wolfgang Sobotka hat seinem damaligen Kabinettschef Michael Kloibmüller in einem Chat sogar vorgeschlagen, einen Deal mit der Wiener SPÖ einzugehen, wenn man Jelinek bestellen würde. Als dann klar war, dass der ÖVP-Wunschkandidat zum Zug kommt, war auch der Deal vom Tisch. Der Vorwurf lautet also kurz zusammengefasst: parteipolitisch motivierter Postenschacher. Warum ist das jetzt problematisch? Wolfgang Sobotka ist Nationalratspräsident und damit der zweitmächtigste Mann im Land nach dem Bundeskanzler. Und außerdem ist er Vorsitzender des U-Ausschusses, der eigentlich dazu dienen soll, Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP zu klären. Sobotka würde also politisches Fehlverhalten überprüfen und gleichzeitig Teil der Ermittlungen sein. Für die Opposition ist das untragbar. Also das, was die Opposition anprangert, ist natürlich diese politische Unvereinbarkeit. Rechtlich ist es natürlich was anderes. Da kann den Nationalratspräsidenten nichts und niemand dazu zwingen, den Vorsitz des U-Ausschusses abzugeben. Aber das, was die Opposition natürlich moniert und auch der Koalitionspartner, muss man sagen, in Gestalt der Fraktionsvorsitzenden eben im U-Ausschuss, dass das eben unvereinbar ist. Das fordert die Opposition schon länger, aber nach den aktuellen Ermittlungen umso mehr. Sobotka selbst bestreitet den Vorwurf des Amtsmissbrauchs. Zur Kronenzeitung sagt er: Es ist leider ein Zeichen unserer Zeit, dass der politische Diskurs zunehmend mit juristischen Mitteln geführt wird. Ich stehe jederzeit für eine Einvernahme zur Verfügung, um das so schnell wie möglich aufzuklären. Sobotka will also als Vorsitzender des U-Ausschusses nicht zurücktreten. Aber ist das nicht auch aus der Sicht der ÖVP eine ungünstige Entscheidung? Es wird natürlich auch diese Erzählung, was die ÖVP angeht, diese sehr, sehr negative und schädliche klarerweise für die ÖVP. Schauen Sie sich die einzelnen Umfrageergebnisse unterschiedlicher Institute an aktuell. Da ist man natürlich weit unter dem Ergebnis der Nationalratswahl 2019 aus verschiedenen Gründen, aber wohl auch deshalb. Da ist das natürlich eine fortgesetzt sehr, sehr mühsame und sehr, sehr defensive und eben auch schädliche Debatte für die Volkspartei. Die Opposition fordert jedenfalls den Rücktritt von Wolfgang Sobotka. Seine Vertrauenswerte sind im Keller. Aber was meint ihr dazu? Sollte Sobotka zurücktreten? Kann jemand Vorsitzender eines U-Ausschusses sein, gegen den selbst ermittelt wird? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Teilt gerne dieses Video und passt auf euch auf.